So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von XCOM 2. Wie ihr wahrscheinlich sehen werdet, rechts oben hat sich doch ein bisschen was verändert. Das liegt einfach daran, weil ich das Gefühl habe, dass ich es sonst einfach nicht schaffe. Die Kämpfe selber werde ich auf keine Art und Weise irgendwie beeinflussen. Das heißt, ich habe keinen Gottmodus an und ähnliches. Also meine Leute gehen durchaus hops. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich doch etwas schummel. Den Ein mexikanischen bisschen schummeln, Nationaltrakt. aber nicht so heftig, dass wirklich ich hier einfach durchrenne. Das gibt's diesmal nicht. Das Ergebnis So. dieser Forschung kann unseren Gausswaffen. Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Gausswaffen. Ah ja, Gaussgewehr. Das ist das cool. Was haben wir denn hier noch so? Plattenrüstung. Ich finde die Plattenrüstung an sich halt auch nicht schlecht. Eventuell kriegt man dann einfach Wir werden mehr. sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Commander? HP oder so. Gott sei Dank hat mich jemand aufgeklärt, wie ich mehr Soldaten mitnehmen kann. Danke, danke, danke nochmal. kein Problem, aber jetzt erstmal können wir es noch nicht machen. Wir müssen warten, bis die Sachen, die Elentrümmer weggeräumt sind, damit wir dort überhaupt Sachen hinbauen können. Schneller heilen ist jetzt nicht so produktiv, würde ich sagen. Event-Geheimeinrichtung möchte ich jetzt gerade, glaube ich, noch nicht hin, oder? Wollen wir uns trauen? I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir versuchen es. Okay, wir haben dabei unsere Kitty Cat, ganz klassisch, sieht immer noch genauso aus wie vorher. Wir haben unseren lustigen Sniper, den habe ich mir ein bisschen hübsch gemacht. Habe einfach dafür gesorgt, dass meine Leute ein bisschen individualisiert sind. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Hey ho, let's go. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Deswegen möchte ich sehr, sehr aufpassen, weil ich habe halt wirklich nur 4 Leute. Man kann halt wesentlich mehr mitnehmen. Und es ist zurzeit nur etwas tricky. Das ist hier zumindest für mich. Ich denke aber, dass wir das trotzdem hinkriegen werden. Hoffentlich. Wenn nicht, wird es sehr peinlich für mich. Aber das ist ja nichts Neues. Ich verkacke ja öfter mal in irgendwelchen Spielen irgendwas. Von daher sollte es nicht überraschend kommen, sollte es doch verkackt werden. Hoffen wir aber erstmal nicht, dass es total in die Hose geht. Manus 1.5, die Geheimeinrichtung ist in ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Alle Wir Feinde. operieren im Schatten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Schleichen wir uns erstmal irgendwie nach vorne. Das ist unsere Kittiness. Kittiness geht mal hier hin. Tempo. Ich sehe den Feind. Naja. Halten Sie sich von den Geschützen fern. Wir wissen immer noch nicht, ob sie vollautomatisiert sind oder aus der Ferne ausgelöst werden. Okay. Warte mal, sind die hier oben? Nee, die sind auf der anderen Seite. Okay. Das heißt, wenn ich hier hingehe, sollte Das da lasse ich nicht so mir viel nicht zweimal sagen. passieren. Unser Schnipper muss immer irgendwie nach oben. Unser Big Sleep. Du gehst erstmal einfach auch irgendwie erstmal nach vorne. Und nimm deine Birne runter. Hier unten sieht ihr ein. Ist zumindest gut zu wissen. Die Frage ist die, gehe ich jetzt schon auf Kampfbereitschaft, ne? Oder lasse ich es doch noch etwas entspannter angehen? Aber zumindest könnte ich das Ding definitiv wegballern. Was bestimmt nicht schlecht ist eigentlich. Komm, mach mal.
Genau so. Haben sie uns entdeckt? Sie kennen unsere Position. Ja, haben sie, okay. Feuerschutz. Wir bleiben erstmal ein bisschen hinten. Überwachung läuft. So sicher ist sicher. Lass die mal zu uns kommen. Man muss ja nicht immer an die oberste Front gehen, sondern wir müssen auch mal die anderen kommen lassen. Feuerschutz. Ja, Feuerschutz. Augen auf. Distanzfeuerschuss. Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Ich höre sie nur, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich was machen. Was ist denn mit den Leuten hier oben? Die sind irgendwie gar nicht mehr da, hä? Lauf mal nach da. Wird erledigt. Wäre zumindest gut zu wissen, wo sie ungefähr sind, zumindest. Hier hinten ist irgendwas. Ah ja. Okay, warum ist hier was? Keiner weiß. Okay. Feuerschutz. Ja, immer Feuerschutz erstmal. Mir entgeht nichts. Ansonsten gucken wir erstmal hier so stückchenweise nach vorne. In der Hoffnung, dass wir vielleicht mal irgendwo einen Gegner sehen, den wir möglichst mühelos. Leise, habt ihr das gehört? Ja, hier vorne sind welche. Alter, was macht ihr? Ich sehe nichts, aber ich höre es. Und es gefällt mir wirklich nicht. Okay. Wen haben die denn gesehen, bitte? Komm, Babe. I love you so very much. Danke, Schatz. Ich hab ihn erwischt, oder? Mhm. Das finde ich super. 40% ist nicht sonderlich viel, deswegen werde ich mich mal vergnügen. Mit Granaten. You can never have enough. So, der steht jetzt offen da, theoretisch, ne? Das heißt, dass unsere Kittiness den eigentlich problemlos wegknallen kann. Und sie hat es sogar kritisch gemacht. Ich bin stolz auf dich, Darling. Feind eliminiert. Haben wir schön gemacht. Beförderung kriegt sie dann nicht mehr auch. Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, dass du entdeckt worden bist. Du geh mal hier hin. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Langsam aber sicher nach vorne rücken, aber immer noch so relativ passiv das Ganze. Dass wir zur Not reagieren können. Das ist so mein Ziel gerade. Nimm mal die Birne runter, mach Feuerschutz. Rücke aus! Mhm. Kittiness, was machen wir mit dir? Parken wir dich denn am besten hin? Das ist ja alles nicht so wirklich. I don't like it that much, actually. Na gut, dann geh mal da einfach mal ein Stück nach vorne, ne? So, du Schätzelein, wie machen wir es denn mit dir? Eigentlich würde ich dich wirklich gerne hier in die Ecke pflastern. Verstanden. Das ist ein Gegner. Ich sehe Edwin-Truppen. Yes, yes, yes. Also, sie haben uns noch nicht gesehen. Das ist gut. Bleib erstmal. Moment, sind das Leichen? Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Oh, sie haben uns gesehen. Okay. Ist erstmal noch nicht ganz so problematisch. Wie macht man das am schlauesten? Kannst du eigentlich hier noch irgendwas machen? Nein, du bist völlig fix und fertig, okay. Das ist doof, bisschen. Wen habe ich denn noch? Wer kann denn jetzt noch was machen? Wo ist er denn? Hier ist er. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Mhm.
Feuerschutz. Na los, zeigt euch! Also die sind schon echt eklig. Ich fühle mich irgendwie schwach. Schwach? Ist nicht gut. Okay, die kriegen einen Schaden, wenn die vergiftet sind. Das ist scheiße. Okay, das ist schlecht. Ja, typisch, ob es geht noch. Es ist noch in Ordnung, soweit, dass ich sagen kann, okay, das... Jetzt komme ich. Oh, fuck. Ich fühle mich nicht so gut. Fuck, ja, das habe ich vergessen. Gott sei Dank nicht getroffen. Yay. Gut, das ist gut, das ist gut. Macht erstmal nicht so viel. So, 32%. Ist nicht so viel, aber ich möchte eigentlich gerne die Schlange irgendwie, die Schlange wegkriegen. Weil die mich so mit am meisten stört. So, wer ist denn jetzt noch dran hier? Die Kittiness ist noch dran. Unser Typ ist auch dran, macht den weg, komm, bitte 80%. Mach mich stolz, Babe. I like you very much. Den habe ich ganz sicher erwischt. Definitiv, ja, definitiv. Beförderung verdient, definitiv, hast du. Okay, wie machen wir das denn? Siehst du den überhaupt? Nee, irgendwie nicht so, ne? Wird gemacht. Erstmal irgendwie nach vorne. Okay. Das ist wieder so ein Geschützturm. Der kann es noch gar nicht gesehen haben. Ich meine, hallo. Mein Hallo. Bin auf dem Weg. Das mit dem vergiftet ist natürlich echt für ein Arsch, sage ich jetzt mal. Ich sollte mir vielleicht noch ein paar Granaten aufbewahren für später. Irgendwer läuft rum. Daneben! Das war knapp. Ja. Gott sei Dank daneben, ey. Stehe unter Beschuss. Ist nicht so schlimm, Schätzelein, nicht so schlimm. Okay, dem muss unser Sniper weghauen. Wenn er ihn sieht, das weiß ich noch nicht so ganz. Sie haben mich getroffen! Ja, ich weiß, es wird scheiße. Sie haben mich erwischt! Ich weiß noch nicht, wie ich das Problem löse. So. Du musst nachladen, oh fick die Henne. Ehrlich jetzt. Scheiße. Rock'n'Roll! Hätte ich gesagt, okay, haut den weg, weißt du, aber so jetzt. Okay, so geht's auch. So geht's auch. Läuft. Genau so. Hier ist meine Entdeckung. Halte Stellung. Kannst du das Ding überhaupt sehen? Ja. Haben wir eine Shotgun auf die Entfernung? Wollte gerade sagen, das ist schwierig. Am Ziel vorbeigeschossen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, hier schon irgendwie vorzupreschen. Bewegung, Bewegung! Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Nee, der scheiß Geschützturm wird jetzt auf mich knallen. Habe Blickkontakt zu einer Admin-Stellung. Okay, ist aber keine problematische Admin-Stellung. Scheiß Turm. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Oh, der geht mir hops. Ich sehe das jetzt schon. Scheiße. Okay, das
hat weh. Gib mir nicht auf. Ich brauche ein Medikit. I'm sorry, ich hab doch nicht dabei. Ihr geht's wieder gut. Ja, sehr gut. Darling, Schätzelein, du erstmal bitte. Bitte. Mach erstmal das Ding weg. Komm, mach mich stolz. Komm. Yes. Erledigt. Jans Leiber hat mich bisher erledigt. Wirklich selten irgendwie enttäuscht. Sehr, sehr selten. Los geht's! Geh mal mit nach vorne, genau. Kittiness guckt hier auch mal ein bisschen vor. Du gehst bitte irgendwie nach hinten erstmal. Wird erledigt. Weil der hat mir zu wenig HP, als dass ich ihn jetzt irgendwie an die Front schicke, ja? Das ist ein bisschen tricky. Okay. Ich bin hier festgenagelt. Ja, aber dass du mich nicht triffst, war irgendwie klar. Du triffst mich nicht. Haha. Triffst mich nicht, Bitch. Ich brauche hier etwas Hilfe. Oh, komm, jetzt mach die Vergiftung weg. Jetzt ist sie weg. Sie ist weg. Sehr gut. So, was ich aber noch von dir brauche, ist definitiv deine glorreiche Granate. Um hier dazwischen. Granate geworfen! Okay, der eine ist weg. Läuft. Falsch ist entfernt. Kittiness. Nee, sie muss vor. Sie muss irgendwie hier hin. Genug gewartet. So. And now you can shoot. Well done. Willst du noch mehr? Ich glaube nicht, der ist hops. So, Schätzelein, du versuchst, kriegst ihn nicht. 56%. Du hast es versucht. Am Ziel vorbeigeschossen. Ja, der ist vielleicht ein bisschen zu weit weg dann wirklich. Und ab geht's. Sehr gut, Kopf runter. Einfach Kopf runter. So. Wo ist denn mein Problemkind hier? Mach ihn einfach auf Feuerschutz. Und 54% ist mir etwas wenig, muss ich gestehen. Wie sieht es bei dir aus? Versuchen wir es. Yes. Gesehen? Ja. Meine Munition wird knapp. Ich weiß, deswegen müssen wir uns Distanzschuss machen. Mach erstmal Feuerschutz. Weil die kommen definitiv bald hierher. Bis dahin sollte ich mich zumindest schon mal ein bisschen vorbereiten. Oh ja. Dann machen wir Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Feuerschuss ist gut. Ja, ne, die Sache ist, die werden hier drinnen sein. In irgendeiner Form sind die hier drinnen. Und das heißt erstmal für mich, dass ich mich doch sehr gut vorbereiten sollte. Auf geht's. Ich weiß aber echt nicht, weil er ist jetzt halt wirklich weit weg vom Schuss. Ob ich ihn hier irgendwie hochkriege? Dass er irgendwie auf das obere Gebäude und dann von oben runterschießen kann, das bezweifle ich allerdings ein bisschen. Leider Gottes. Du bleibst dann runter. Bleib in Stellung. So, du machst Feuerschutz, ganz klassisch. Du machst bitte erstmal auch Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Du machst die Tür auf.
Feuerschutz. Birne runter. Wie? Ja, die sind da drinne. Aber wo und wieso und weshalb und warum? Legen wir endlich los. Ist noch nicht ganz klar, siehste. So viele Opfer. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Ich finde es gut, dass ich nicht begrenzt bin auf meine Spielzüge. Okay, Kittiness. Kittiness, Kittiness, Kittiness. Nee, ich brauche erstmal meinen Sniper. Oben auf dem Dach. Möglichst dort. Bin dabei! Ich traue mich hier echt nicht reinzugehen irgendwie. Ist das ich. Doch, hier geht's. Geh erstmal rein. Erstmal rein. Dann erstmal Vollschutz. Du bleibst da draußen. Du musst überleben. Achtung, hab Aktivität. Ja, ja, die sind da. Die sind dort drin. Da ist er. Okay. Oh, das Wasser sieht geil aus. Schätzelein, wie sieht's denn? Ja, ja, ich bin dran, also alles entspannt. Darling, wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du von